Ja, vielen Dank, liebe Vorstandsvorsitzende. Das ging ja schneller, als ich gedacht habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führt uns allen vor Augen, dass Stabilisierung und Integration unserer östlichen und südöstlichen Nachbarn auch in unserem Interesse liegen. Im Juni jährt sich zum 20. Mal das europäische Gipfeltreffen in Thessaloniki, wo die westlichen Balkanstaaten ein Beitrittsversprechen erhielten. Mittlerweile stehen wir als EU vor einem Glaubwürdigkeitsproblem und sehen uns zu Recht einer Enttäuschung seitens Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien gegenüber. Es geht nicht um Altruismus, wie Bundeskanzler Olaf Scholz vor wenigen Wochen hier in Straßburg deutlich machte. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und um wirtschaftliche Vernunft. Und es geht darum, den Frieden in Europa nach der Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, dauerhaft abzusichern. Zitat Ende. Kurzum, wir haben ein eigenes Interesse an einem erfolgreichen Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten. Natürlich ist ein Beitritt mit Konditionen verbunden. Dazu gehören rechtsstaatliche Strukturen, Medien- und Meinungsfreiheit, die Stärkung der Demokratie und Korruptionsbekämpfung. Auch gesellschaftliche Aussöhnung ist in der Region ein wichtiges Thema. Wir sehen große Fortschritte und Reformanstrengungen, zum Beispiel seitens Albaniens und Nordmazedoniens. Dies sollten wir anerkennen. Denn es ist auch an uns, die reformwilligen und demokratischen Kräfte in den Ländern zu unterstützen. Unser Ziel ist die Vollmitgliedschaft der Westbalkanstaaten. Wenn wir dies von europäischer Seite aus nicht konsequent weiterverfolgen, werden wir verlieren. Allem voran einen bedeutenden Teil Europas und die dort lebenden Menschen. Deutschland und Frankreich obliegt hier eine besondere Verantwortung. Sorgen wir dafür, dass wir nicht verlieren, sondern dass wir gemeinsam gewinnen. Merci beaucoup.